Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tschelan-Töchner für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus dem Plunderstorm und zwar haben wir hier das Achievement Plunderwunder und dafür müssen wir einfach eine Partie im Plunderstorm gewinnen. Und das könnt ihr sowohl im Solo- als auch im Duo-Modus machen, also es spielt keine Rolle, welches von beiden ihr macht. Ich persönlich empfehle den Duo-Modus. Ich fand es da ein wenig einfacher, vor allem wenn ihr einen Mate habt, mit dem ihr euch ein bisschen koordinieren könnt. Und da wollte ich euch einfach ein paar Tipps geben, wie ihr das am besten angeht. Also, wir können jetzt mal hier auf die Map von Arati gehen und uns das so ein bisschen angucken, was da Sinn macht, wie ihr das Ganze angeht. Also, wie gesagt, ich würde euch empfehlen, das im Duo-Modus zu machen. Sucht euch jemanden, mit dem ihr ins Voice gehen könnt, dann könnt ihr euch ein bisschen absprechen. Und dann kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch am Anfang versucht, ein bisschen von anderen Spielern wegzuhalten. Warum? Wenn ihr am Anfang relativ allein landet, und das ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache, also hier gibt es kein Rezept, wo ihr quasi immer gewinnt, ne? Das ist natürlich Glückssache und auch ein bisschen vom spielerischen Können ab, aber ihr könnt mit ein paar Faktoren das beeinflussen. Es gibt ein paar Spots, wo nicht unbedingt immer so viele Leute unterwegs sind. Ich persönlich finde, wenn ihr am Rand unterwegs seid, habt ihr eine höhere Chance, dass da quasi weniger Leute am Start sind. Ja? Was ich empfehlen kann, was viele nicht wissen, man kann auch hier unten landen, quasi an dem Schiff dran, da sind auch ein paar Rares, auch einiges, was ihr umhauen könnt. Da sind oft nicht so viele Leute. Hier in Burg Stormgard finde ich es relativ gut. Die meisten landen hier am Anfang. Hier hinten am Turm ist eher immer wenig los, das kann ich empfehlen. Oder hier im Außenbereich, jetzt, ne, die Karte ist ja jetzt leider die alte, sehe ich gerade. Hier ist ja dann diese Hordenfestung, ne, dass ihr einfach da so ein bisschen am Rand landet. Das ist so der erste Tipp. Wenn ihr es im Duo macht, was ich wie gesagt empfehle, kann ich euch raten, dass ihr versucht, euch möglichst aufzusplitten. Also nicht zusammenlaufen, nicht zusammen die Mobs umhauen, denn ihr teilt sowohl jegliche EP als auch jegliches Gold. So könnt ihr die Wege quasi die quasi Travel Time minimieren. Wenn ihr nämlich zum gleichen Mob lauft, dann habt ihr die gleichen Wegzeiten und klopft den auch nicht viel schneller um. Wenn ihr euch aufteilt, könnt ihr viel mehr abdecken und in der schnelleren Zeit mehr sowohl Gold sammeln, was ja auch wiederum Erfahrung für den Charakter ist, wenn ihr mehr umhaut, und auch mehr Fähigkeiten quasi mitnehmen. Dadurch levelt ihr wesentlich schneller und wenn ihr schnelleres Level seid, könnt ihr im quasi Endgame seid der anderen Spielern einfach überlegen. Ne? Ich hatte einige Runs im Duo, wo wir relativ schnell auf 10 waren. Da waren andere Spieler auf 4, 6, 7. Und du bist natürlich dann einfach überlegen, ganz klar. Man hat meistens dann auch mehr Fähigkeiten und beziehungsweise auch eine größere Ausbeute und Variation an Fähigkeiten. Und da werden wir nachher auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Welche ich dann als sinnig empfinde, ist natürlich auch immer von der Spielweise abhängig. Ich kann euch mal zum Beispiel ein Dings zeigen. Man hat am Ende auch immer relativ viel Ruf dadurch, wenn man gewinnt. Also das ist auch noch eine Geschichte. Da habe ich aber auch schon drüber gesprochen in einem anderen Video, wo ich das so ein bisschen gezeigt habe, wie man am effizientesten Ruf farmt. Dafür muss man nicht zwangsläufig gewinnen. Also da könnt ihr gerne auch mal reinschalten. Jetzt aber erstmal noch zur Fähigkeitenauswahl, welche ich empfehlen kann. Und da gibt es eine nette Übersicht auf WoWhead, wo man alle Fähigkeiten einmal aufgezählt hat. So viele sind es tatsächlich nicht. Die Gegenstände sind hier, glaube ich, nicht drin, aber die sind auch eher zweitrangig. Und zwar sehen wir hier auch tatsächlich den Damage, was die machen. Das wird hier auch für die verschiedenen Ränge runtergebrochen. So genau wollen wir jetzt hier gar nicht reingehen. Also wir machen jetzt hier nicht ein absolutes Min-Maxing. Ich erzähle euch einfach so ein bisschen, was die Fähigkeiten im Grunde nach machen, beziehungsweise welche ich als sinnig empfände. Also wir haben als erstes hier den Erdbrecher. Das ist einfach eine E-Ability, die stunt. Es ist ein Kreis um euch rum. Ich sage mal so, macht eher so Medium-Schaden. Und jetzt im PvE-Kampf können Spieler halt relativ leicht rauslaufen. Die kann man nehmen, finde ich persönlich nicht so stark. Dann haben wir den Feuersturm. Der gibt euch einen Movement-Speed und macht pulsierend um euch rum Feuerschaden. Das ist meines Erachtens die beste Fähigkeit, die ihr nehmen könnt. Die ist sowohl gegen NPCs am Anfang stark, um die schnell umzuhauen, also die normalen Mobs, die da rumlaufen, als auch mit die beste Fähigkeit gegen Spieler. Ihr seid halt schneller, könnt in die Gegner reinfliegen und tickt sie einfach runter. Wenn die Gegner keinen Stun haben, der euch irgendwie rausnimmt, kannst du da eigentlich ziemlich gut die Leute auseinandernehmen. Also wenn ihr diesen Feuerwirbel findet, nehmt den auf jeden Fall mit.
Dann haben wir das geheiligte Schild. Da können wir in die Richtung, wo ihr schaut, quasi den Schild nach vorne weghauen. Und wenn ihr die Fähigkeit nochmal drückt, dann erstellt ihr noch eine Void Zone. Wenn ihr im Melee-Kampf seid, dann drückt es einfach zweimal ganz schnell, dann fliegt das Schild auf den Spieler zu. Wenn er es verfehlt, ist auch nicht ganz so wild, dann habt ihr zumindest noch die AE-Fähigkeit. Die finde ich so medium. Kann man machen, muss man nicht. Dann haben wir die Mana-Sphäre. Das ist eine Ability, die ihr aufladen müsst. Die könnt ihr umso mehr sie aufladen, umso mehr Schaden macht sie, glaube ich, auch. Beziehungsweise fliegt auch weiter. Und die müsst ihr zielen auf einen quasi Gegner. Ist gegen NPCs gut, aber auch gegen Spieler gut. Hier muss man aber dazu sagen, da muss man ein bisschen geübt sein mit dem Zielen, ne? Also ich habe die auch oft genug schon da vorbeigeschossen. Am besten die so ein bisschen paaren mit anderen Effekten, wo man CCs mit dabei hat. Aber da können wir auch gleich kommen. Das ist, also meine Lieblingskombo ist tatsächlich der Feuerwirbel mit der Mana-Sphäre, ne? Obwohl ich mit dem Zielen manchmal meine Schwierigkeiten habe. Genau, also die zwei Fähigkeiten als Damage-Zauber sind schon sehr, sehr stark. Dann haben wir die Sengende Axt. Das ist einfach ein relativ starker Melee-Frontal. Gegen NPCs sehr gut. Gegen Spieler so mittelgut, weil die können halt leicht aus diesem Frontal rauslaufen. Ja? Wenn ihr andere CC-Fähigkeiten habt, dann könnt ihr die mit denen kombinieren. Ihr CC't den und dann haut ihr die Axt rein, wenn ihr nah dran seid. Kann eine Kombo sein, die gut funktioniert. Also hier gibt es halt nicht das, die eine gute Kombo, die für jeden das Beste ist, aber ich erzähle es euch halt so ein bisschen aus meiner Sicht. Dann haben wir schneidende Winde. Das können wir auch aufladen und quasi an den Gegner ranspringen. Macht auch Schaden, wenn ihr da quasi durch den durchchargt. Ist halt auch eine Mobility-Fähigkeit, wo ihr quasi ein bisschen Land gewinnen könnt. Was nicht verkehrt ist, ein paar Mobility-Fähigkeiten auch zu haben. Dann haben wir hier die Sternenbombe. Die Sternenbombe ist gegen die NPCs meines Erachtens die beste. Sie macht extrem viel Schaden, erschafft eine Fläche, aus der halt Spieler ziemlich leicht rauslaufen können. Also gegen Spieler, wenn die nicht ganz dumm sind, kriegst du die eigentlich mit der nicht gekillt. Aber NPCs laufen dann nicht raus, die haust du einfach weg. Man kann die Sternenbombe mit anderen Sachen kombinieren. Es gibt verschiedene Root-Fähigkeiten, es gibt eine Kette, wo man einen ranziehen kann. Mit sowas könnte man es eventuell kombinieren und dann ist die Sternenbombe sinnig. Am Anfang, wenn ich die Sternenbombe kriege, nehme ich es immer mit. Die ist, um erstmal quasi Level hochzufahren, eine schicke Sache. Ihr pullt viele Viecher rein, legt die Bombe, jagt sie hoch, gibt fast nichts Besseres am Anfang. Später würde ich sie austauschen, wie gesagt, gegen Manasphäre, Feuersturm zum Beispiel. Dann haben wir den Sturmarkon. Mit dem spiele ich tatsächlich auch ganz gern. Den aktiviert er und haut nach vorne, also in direkter Linie nach vorne, verschiedene quasi Elementarschadensarten raus. Es gibt dann eine Linie mit so Erdbrocken, die nach vorne gehen, Feuer und ich glaube auch Frost. Da könnt ihr auch quasi auf Range Leute abschießen. Ist relativ stark, muss ich sagen. Also die nehme ich auch ganz gern mit. Dann haben wir die giftige Scholle. Das macht ein bisschen mehr Melee-Schaden. Da habt ihr noch so einen Gift-Dot quasi auf Gegner drauf. Also die haben einmal einen Initialschaden und dann nochmal einen Dot-Schaden. Finde ich jetzt nicht sonderlich stark. Wenn ihr die kriegt und sonst nichts anderes habt, ist okay. Aber sonst würde ich die gegen was anderes austauschen. Dann explosive Krähenfüße. Das ist eine Fähigkeit, wo ihr, also da unten kommen jetzt die ganzen Fähigkeiten, die jetzt nicht Main-Angriffe sind, sondern eher so Support-Fähigkeiten. Ihr könnt halt zwei so Angriffszauber nehmen und zwei so Support-Fähigkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Bei den Support-Fähigkeiten, diese explosiven Krähenfüße, ist meines Erachtens eher ein schlechtes. Ihr legt eine Void-Zone hin und springt dann rückwärts weg vom Gegner. Und wenn die Gegner in diese Zone reinlaufen, kriegen sie halt einen Slow, ne? Und sind dann halt ein bisschen weggeslowt. Aber die Fläche ist relativ klein, also weiß ich nicht, finde ich eher nicht so gut. Der Rücksprung ist ganz nett, dann kommt ihr aus der Sache raus, aber es gibt bessere Movement Abilities. Zum Beispiel hier in die Schatten verschwinden, da portet ihr euch nach vorne und werdet unsichtbar für ein paar Sekunden. Ist nicht schlecht, also die nehme ich ganz gern mal mit. Dann haben wir die Feengestalt, da blinkt ihr euch, wie es aus Shadowlands ihr es kennt, mit der Feengestalt nach vorne weg. Bleibt auch eine Weile in der Feengestalt drin, seid schneller. Und auch immun gegen Schadenseffekte und auch gegen Schwächungseffekte, also gegen Slow und Stun seid ihr auch immun. Also das ist so der Oh-Shit-Button, da kommt einer, will euch wegstunnen oder macht einen Haufen Schaden, ihr blinkt euch einfach raus und lauft weg. Die ist als Movement-Ability, ist das, meine ich, die beste und das zweitbesten finde ich in den Schatten verschwinden. Dann haben wir Ketten des Jägers. Das ist quasi eine relativ große Zone, die ihr legt. Ihr bindet euch mit einer Kette an einen anderen Spieler ran und wenn er aus der Zone rausläuft, wird er an euch rangekettet, beziehungsweise
ihr könnt die Kette auch drücken und dann werdet ihr quasi an den anderen Spieler rangezogen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Fähigkeit habt, wo ihr zum Beispiel die Sternenbombe habt oder hier die Sengende Axt, wo ihr dann schnell ran wollt, dann könnt ihr das damit kombinieren und den quasi da reinziehen in euren AE-Effekt. Also das kann eine Sache sein, wo man miteinander kombinieren kann. Dann haben wir Blitzbollwerk. Da werdet ihr immun für eine kurze Zeit. Und je nachdem, wie viel Schaden ihr kriegt, in der Zeit, wo ihr immun seid, kriegt ihr anhand dessen einen Speedbuff. Also wenn ihr seht, okay, da kommt jetzt einer, rotzt richtig Schaden auf euch raus, zieht das Ding. Ihr kriegt keinen Schaden, weil ihr immun seid. Und dann kriegt ihr einen richtig krassen Movement Speed und könnt abhauen, wenn ihr viel Schaden kriegt. Wenn ihr das Teil zieht und keinen Schaden kriegt, kriegt ihr auch keinen Movement Speed. Dann also das finde ich auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir bebender Sprung. Dann springt er nach vorne und stunt den Spieler. Wenn ihr geskillt seid und die Distanz gut abschätzen könnt, kann das eine starke Sache sein, weil ihr springt in den Gegner rein, stunt ihn und könnt dann vielleicht auch irgendwie so eine AE-Fähigkeit ziehen und er kommt nicht weg. Ich sag's mal so, ich habe die meistens sein lassen, weil ich es einfach nicht drauf habe mit dem Ding. Vielleicht habt ihr drauf, aber da muss man schon gut abschätzen können mit dem Springen. Hab, glaube ich, da nie wirklich einen Spieler vernünftig getroffen mit dem Teil. Deswegen finde ich es persönlich nicht so gut. Dann haben wir Wegstoßen. Bei Wegstoßen ist es so, dass ihr quasi kurz immun werdet und Spieler von euch wegschubst, ne? Und ihr seid auch noch immun gegen CC-Sachen, während ihr das castet. Dann haben wir die Schneewehe. Das macht um euch rum Damage. Und das ist auch eine, ich glaube, eine der Fähigkeiten, die passiv sind, also die keine so Support-Fähigkeiten sind, die am meisten Schaden machen. Das macht relativ gut Schaden für so eine passive Fähigkeit und slowt halt die Gegner, ne? Kann gut sein in der Kombination zum Beispiel mit der Sternenbombe oder auch dem sengenden Axt, dass man halt die Gegner slowt und dann kommen sie nicht aus euren Zonen raus. Dafür kann es gut sein. Dann haben wir noch eine Fähigkeit, die ich sehr gern nutze, und zwar die Stahlfalle. Ihr placet um euch rum Fallen mit einer Lücke und wenn Gegner in die Fallen reinlaufen, kriegen sie, glaube ich, ein bisschen Damage und sie werden gerootet. Also sie können sich nicht mehr bewegen. Und das ist wiederum, meine ich, das Beste in Kombination mit einer Fähigkeit, wo du halt Gegner treffen willst, ne? Zum Beispiel, du legst die und dann kommen sie nicht aus dem Feuersturm raus, weil sie gerootet sind. Du legst die und haust die Sternenbombe rein. Oder den Axt oder auch die Mana-Sphäre, weil dann können sie nicht quasi rechts, links laufen, dann triffst du mit der immer. Also, die finde ich tatsächlich am besten. Und dann haben wir noch die Windhose. Das ist wieder eine Fähigkeit, die nach vorne rausschießt. Und wenn ihr einen Gegner trefft, dann wird er gestunt. Wenn man skillt mit dem Zielen ist, dann ist die Windhose verdammt stark. Ich persönlich spiele am liebsten mit der Stahlfalle und der Feengestalt in quasi in der passiven Reihe oder als Supportzauber und in der aktiven mit dem Feuersturm und der Mana-Sphäre. Stark sind aber, wie gesagt, auch die Windhose, wenn ihr richtig zielen könnt. Schneewehe kann auch nicht schlecht sein. Und Sturmakon finde ich noch relativ gut, beziehungsweise, was haben wir hier noch? Ja, ich glaube, wir hatten den rauen Pfeil überblättert, ne? Das ist, finde ich, die schlechteste Fähigkeit. Dann nimmst du einfach ein Ziel ins Target und schießt einen Pfeil ab. Der trifft dann halt immer, den musst du nicht ziehen, aber macht sehr wenig Schaden. Also, ja, kann man machen, um zum Beispiel den Heiltrank, den man ziehen kann, abzubrechen, weil man da nicht ziehen kann. Wenn der andere den Heiltrank zieht und man das dabei hat, kann es Sinn machen. Aber sonst finde ich die Fähigkeit zum Mobs-Leveln ist das absolut schlechteste. Und am Ende gegen, also im Endgame gegen die Spieler, macht es halt auch keinen Schaden. Es ist halt wirklich nur zum Heiltrank abbrechen gut, finde ich. Aber gut, das ist so die Geschichte, die ich jetzt spielen würde. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als Bestes seht, ne? Was auch viable ist, dass man zwei Movement-Spells mitnimmt. Oft am Ende, wenn der Raum relativ eng wird, ist es eine starke Sache, wenn man einfach nur wegkommt und sich die anderen Spieler gegenseitig bekriegen. Also es ist eine viable Taktik, quasi einfach Speed-Zauber aufzustacken und einfach nur wegzulaufen, ja? Da kann man auch mitgewinnen, ob das jetzt ehrenhaft ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber wenn es zum Sieg führt, kann es tatsächlich auch sinnig sein. Genau, das waren jetzt so meine Tipps, die ich euch da geben kann. Jetzt würde ich sagen, hänge ich euch noch den einen Run hinten dran, wo ich du quasi gewonnen habe. Da könnt ihr ein bisschen sehen, wie wir das Ganze gespielt haben. Vielleicht kann der ein oder andere da so ein bisschen Mehrwert rausziehen. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das Ding wuppt und das Teil gewinnt. Ihr habt jetzt halt
bis die vierte Season startet, also knappe 6 Wochen noch Zeit, solange ist angekündigt von Blizzard, dass der Plunderstorm läuft und eventuell wird er danach verlängert, ne, das haben sie sich offen gelassen, und ja, diese Heldentat zu erspielen. Es gibt übrigens noch eine zweite Heldentat, dass ihr 1 Million Plunder quasi sammeln müsst. Dafür müsst ihr aber einiges machen, denn wenn ihr den Max-Ruf quasi farmen wollt, also auf 40, was wir ja zum Beispiel bei dem Typen hier sehen, dann habt ihr etwa 100.000 gefarmt. Ne? Das sind 40 mal 250 Ruf, also 100.000. Ihr müsst quasi das 10-fache farmen, was ihr braucht, um einfach nur auf 40 zu kommen. Also das ist schon eine Menge. Wenn ihr das machen wollt, ich habe wie gesagt auch schon ein Video gemacht, wie ihr am effizientesten den Ruf farmt, beziehungsweise den Plunder, ne? Was ja 1:1 dasselbe ist von den Punkten her. Könnt ihr gerne mal reinschalten, vielleicht hilft euch das weiter. Ich farm's aktuell nicht, aber ja, vielleicht ist das ein oder andere von euch ja dran. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt hier für die Aufnahme. Und wie gesagt, ich hänge euch das Video mit dran. Dann könnt ihr da reinschauen, wie wir das gemacht haben. Und ja, ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, nee, ach. Ich meint. Ach, du steuerst jetzt, ne? Ja, ich hätte, glaube ich, einen anderen Charakter nehmen sollen. Ich selber nicht. Also, den Elite haben wir jetzt nicht getroffen. Aber, okay. Der Driver da. Der Driver da. Jetzt habe ich da auch so ein Symbol, wo so angezeigt, wo du hinläufst. Das war eben nicht. Besser Fisch haben wir schon mal. Da ist ein Gegner. Wo siehst du die? Hi. Ach, da hinten, ja. Da hinten. Sollen wir gleich drauf gehen und gucken? Was von den Studien? Ja, die sind gerade mit Elite beschäftigt. Schau mal, da läuft gerade einer. Oh, der ist fast down. Okay, einen haben wir. Nein, kann spawnen. Komm, ich nehme gerade den Fisch mit. Ich kette den an. Weg. Ich kette den an, den Kollegen. Hey, wie? Ach, der hat sich unsichtbar gemacht. Der Hund. Ja, dann heil dich mal gleich. Ja, ja, ich bin schon. Da hinten ist so eine Epikiste. Ja. Da sehe ich mich. Der Hund. Jetzt feuerst du. Wie oft hast du eigentlich schon gewonnen jetzt? Heute oder insgesamt? Insgesamt so. 7 Mal oder so. Okay. 8 Mal. Ich glaube, ich habe jetzt auch die letzten Tage nicht so viel gespielt, weil ich ein bisschen Solo-Queue reingegrindet habe. Mhm. Was vielleicht nicht die beste Entscheidung war. Ja gut, im Endeffekt, ich habe mir auch schon überlegt, ob es nicht sinniger ist, quasi jeden Tag nur den einen Win zu machen. Okay, da kommen Gegner. Welche. Hätte den einen mal an. Er hat einen Busch gezogen. Ich habe halt nur Scheißfähigkeiten leider. Same. Aber hier kann oh, ich nicht das ist... Als, ja. Oh mein das Gott. War nix. Ja, okay. Scheiß drauf. Immer wenigstens die Mission haben wir fertig bekommen, oder? Ja, ja, die, ich hab die Dinger schnell gelootet, naja. Das passiert den Besten. Läuft. Andere WoW kann ich mir zumachen hier. So, nochmal eine Runde wie vorhin und dann bist du fertig. Naja, wenn wir so viel kriegen. Aber wie lange haben wir da vorhin für die Runde gebraucht, zu Pi mal Daumen? Das sind halt 15 Minuten oder so. Also, aber es ist auf jeden, ich denke mal, das ist, wenn du im Duo quasi am Anfang, also wir hatten aber auch Luck, muss man sagen. Am Anfang war niemand da. Du kannst dich komplett voll leveln. Und quasi Gold farmen. Und am Ende snackst du die weg.
dann ist das, denke ich mal, sicher das Effizienteste. Mir die fürs Verloren. Ja. Ich wäre gut, wenn wir Level 10 waren, weil keiner da war. Mhm. Ja, das ist schon gut. Ja, die Feast of Strength ist halt 1 Million. Also das ist ein Todesgrind. Ja, aber du brauchst doch gar kein Makro zum Abfragen. Du siehst doch oben, wie viel du hast, oder? Bevor du ein Game startest. Oh, da hat er die Orb gelootet. Mana-Sphäre, big. Yes. Ich hab besseres Aim. Meinst du? Ja, oder ich hast sogar eine Epic-Kiste. Mhm. Boah, Gegenstände gesammelt muss nicht sein. Ja, das ist immer das Ätzendste. Vor allem, ich finde immer nur Gegenstände dann, wenn ich sie nicht brauche. Willst du den Stun haben? Ja. Der ist eigentlich auch scheiße, wenn wir ehrlich sind. Der ist zwar, du kannst zwar mit dem gut Sachen unterbrechen, aber. Hat halt auch wenig Schaden. Wenn da ein auf Rang 4 auf mir drauf ist, bin ich halt 5-mal tot. Bisschen Damage macht er auch, oder? Naja, gut, geht eigentlich. Gut, klar, jetzt zum Anfang jetzt hier, um EP zu farmen, ist wahrscheinlich schon gut. Du kannst den Stun haben, ich hab einen Feuersturm und ein Ding. Ja, ich halt, hab einen Feuersturm. Nein! Scheiße, ich hab ihn gedroppt! Wir mit den Cloud. Du so, Hund! Feuersturm gegen Stun tauschen? Ja. Warte, ich geb Feuersturm, du gibst Stun. Hier. Ich meine eigentlich den Windstun da, aber gut. Achso, den willst du haben? Ey, mit dem habe ich komplett das Aim. Ja, warte, ich denke, du kriegst den von mir aus hier. Den brauche ich nicht. So. Ich denke mal, den da hinten schaffen wir noch, oder? Dann machst du den ja. Rare, ich pull so ein paar kleine zusammen. Oder nach Richtung Hof gehen oder so der Hordenfeste da? Also, ich würde zum Hof gehen. Also, normalerweise sind der Hordenfeste immer so viele Leute. Mhm. Jetzt so ein Schild, falls du brauchst. Ja, das würde ich sogar nehmen. Wobei ich. Naja, Ja, gut, da hinten auf dem Hof sind gerade 2 Teams. Bisschen kritisch. Hä, hab ich das jetzt nicht genommen? Ach, kacke. Ja, lauf schon mal vor. Ich hab wieder verkackt. So wollte ich das haben. Schöne Goldkiste da liegen lassen. Ja, gut, aber da hinten hat's nur 2 Elite. Können wir die noch mitnehmen? Ja. Ich habe nahe so ein Escape-Motorrad. Muss halt schnell sein beim Draufklicken. Schon wie bei so vielen Leuten, die stellen das Motorrad auf und realisieren nicht, dass sie draufklicken müssen. Ich habe es aber am Anfang auch nicht geblickt, dass ich dachte mir, warum klappt das nicht? Diese neuen Mounts mit 10, 2, 6, da sind viele Buggy, ja? Das ist mir auch schon aufgefallen. Da hat Blizzard wieder irgendwas verkackt. Ja, dann lassen wir mal, oder? Wollen wir in die Festung reinschauen? Vielleicht ist da ja noch was. Sollen wir nur den Elite da hinten mitnehmen? Mach du mal den Elite. Lohnt sich ja eh nicht, dass wir zu zweit auf einen draufhauen. Ja. Ich schau mal, was da drin ist. Theoretisch habe ich auch einen Movement-Effekt, da komme ich schon weg. Ich mal hochheilen zwischendurch. Ja, ist alles gut. Ja. Nein, er kommt dann. Ich mein Gold einfach raus. Nee, Festung ist leer, das dachte ich mir schon. Yep. Wir können zur Mine hintergucken.
Oh, warte mal, da sind einige Bücher. Das nehme ich das mit. Also ich finde tatsächlich die Mine ziemlich nice. Da sind immer sehr, sehr viele Kisten. Wir haben halt immer noch unsere Grundquest nicht fertig, ne? Den ich habe meine fertig. Ach, hä, sind die... Ach, die Quest ist einzeln, oder wie? Ich habe noch keine so... Ah, so eine Scheiße. Dann mag's selber. So. Jetzt sind die... Hier sind sie in den Bock gegangen. Ja, hier ist halt gar nichts mehr. Ah, guck mal an. Was einsetzen. Aber da oben, schau mal, das Elementar-Ding, da sind noch... Oh, da ist ein anderes Team. Ja, ich bin auf dem Weg. Die sind Stufe 5. Zur Not ziehe ich Motorrad und komm her. Also noch greifen sie mich nicht an. Ah, Kacke. Dieser Elementarplateau ist auch immer gut, da sind ja 4 Elite. Bist du denn? Ja, das bist du. Sniped. Ah, er hat sein Schild angemacht. Sniped. Mach hier mal mein Schild an. Wie so in der, ja? Na, der eine hat sich unsichtbar gemacht, der müsste jetzt aber hier gleich wieder rauskommen. Sind sie weggekommen? Nope, den einen hab ich. Der kommt nicht weg. Easy. Oh, warte mal. Das ist ein Blitzschild Level 3 nochmal aus Aufwertung. Ja, das, oh, das kann ich fast alles brauchen, was er da reingelassen hat. Wo sein Kollege ist. Naja, im Endeffekt muss er ja wiederkommen und ihn retzen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir können jetzt hier mal nice in der Nähe so ein paar Viecher killen und sobald er wieder auftaucht. Da unten läuft er. Da hinten ist auch nochmal ein Fiebner-Team. Da ist er, bei mir ist er. Hat. Er versucht ihn gerade zu retzen. Kommt das gleich ein anderes Team dazu? Ja, dann komm lieber hinter, dann lass den noch machen. Oh, warte mal, ich muss hier noch so ein Upgrade holen. Hat sich wieder unsichtbar gemacht, aber der kommt gleich wieder raus. Da ist er. Halb. Der hat so eine Arcane-Orb, die brauche ich. Hat denn keiner von denen hier einen Feuersturm? Lauf, 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 da kommt einer. Ja, ja, ich sehe es. Ich reck mich gerade. Gut, ich mit diesem Wirbel kann ich auch so gut Leute, die dir hinterher rennen, wächst dann. Ich habe immer noch nicht mein Grundziel fertig, das ist doch kacke. Muss mal gucken, hinten ist noch so eine Kiste. Ach. Vielleicht reicht das, ist da noch was drin. Ja, jetzt. Wo geht die Level 7 noch mitnehmen? Ja, ja, ich wollte nur kurz die Quest fertig machen. Okay. Was sind die Bunny? An. Ah, jetzt ist er gerade weg, wo ich meinen Feuerwirbel anfange. Also hier kann ich einfach so den Feuerwirbel einfach wegmachen damit. Der andere ist weggekommen, aber den kriegen wir, denke ich mal, noch. Der war's gerade knapp, Holy. Ich dachte mir, du machst das schon, damit mal sicherheitsweise noch direkt hier. Da hinten kommen wir mit dem Schild. Die sind Stufe 7. Mal hier auch versteckt machen.
heil mich nochmal. Ah, die kommen, die greifen glaube ich schon an. Oder die kämpfen gegen jemand anderen. Die kämpfen gegen jemand anderen schon. Ich muss mal gucken, ob ich was brauchen kann. Die hat ein 4er-Schild. Hab ich stimmt, nimm das Level 4er Schild mit statt der Arcanosphäre. Ah, jetzt habe ich seitlich angegriffen. Okay, da sind zwei Teams und mit den anderen nachlaufen. Oder hinten liegt so eine Arcanosphäre Level 2, falls ich die lieber spiele als dein Ahorn-Ding. Was sind da kommen Gegner? Ja, den einen habe ich ja, halt auf Max. Warte, ich reck mich nochmal. Die haben den High Ground. Das Ding ist, wenn wir jetzt die angreifen, dann kommen die anderen uns da quasi in den Rücken. Da hinten, ach, ja. Ah, die machen beide Immun-Ding an. Ups, ich habe mich verklickt. Ich wollte das Fass, wollte ich jetzt nicht ziehen. Nee, wenn der nicht getroffen hat. Warte, mich reck mal noch kurz. Lass ihn mal ein bisschen weglaufen, oder? Ja. Ah, jetzt zieht er seinen Scheiß. Hab den einen. Nice. Den habe ich stand. Hinten, da ist so eine Arcansphäre Level 4. Ja, ich nehme die mit. Weil wir müssen kurz ein bisschen hochheilen. Ja, ja, aber den kriegen wir, der ist da hinten. Gut, der ist jetzt eh allein. Der ist so gut wie tot. Gutes Aim. Ja, der war unsichtbar. Oh mein Gott, Alter, bin ich gut, holy. Schau, da habe ich jetzt auch mal einen getroffen hier. Ja, der war stunt, hä? What the fuck? Warte, den Busch, da rupf ich. Boom. Was haben wir denn jetzt noch? 4 Trupps? Ja, ich hatte so einen Feuersturm Level 4. Naja, der ist schon mal nicht schlecht. War noch 2052. Schmeckt. Ich bin überlegen, ob ich die Ding lieber mitnehme. Da oben ist ein Level 8er. Da looten. Ein Loot. Aber ich nehme das lieber mit, das ist besser. Oh, da haben sie dich erwischt. Nee. Weg. Shit, wir müssen aus dem Ding raus. Kommt noch mal einer. Alter, dieser Frostscheiß. Hab den. Nice. Gestunt. Und weggemacht. Ich könnte noch so einen Nightfee-Blink brauchen, den finde ich fast besser als das andere Ding. Ja, das Ding ist halt mit. Ist im Level 10 Big. Kannst dich noch heilen, ist gut. Das Ding ist mit dem Wegstoßen, kannst halt die so viele Sachen einfach wegmachen. Wenn du richtig der zielst. Oder ist Level. Na, wer hat ihn getroffen? In Sturm. So, ich. Ne, doch nicht. Alter, wir müssen aus dem Sturm raus. Wo geht's denn da hinten? Gar nichts. Ich glaube, ich hab den im Sturm tot. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Oh, da ist er. So. Und tot und gewonnen. Weg. Easy. Das, jetzt können wir das so nicht mehr aufsammeln, ne? Ja, schade. Ich hätte mal ein bisschen warten müssen mit dem Töten. Wahrscheinlich so eine Win-Compilation aus dem Ding heute. Ja. Viel brauche ich nicht mehr, ein halbes Level. Ja, nächste Runde müsste ja easy sein. Ja, so ist schon relativ angenehm. Wenn ich ein bisschen absprichst.